Der nächste Redner kommt von den Grünen. Es ist David Stöckmüller. Zuerst möchte ich mich auch im Namen meiner Fraktion ganz herzlich bei der Präsidentschaft, bei der Parlamentsdirektion bedanken für die großartige Zusammenarbeit in dieser Legislaturperiode auch bis jetzt, für die Servicierung, für den Budgetdienst und alle Dienste, die es gibt, ob die Registratur bis hin zu den Ausschussbetreuungen. Vielen herzlichen Dank dafür. Bezüglich Rechnungshof und Volksanwaltschaft freut es mich zum einen einmal, dass wir es geschafft haben, auch für das Budget 2022, nämlich eine Mittelerhöhung auch zu budgetieren, zu schaffen. Beides sind Institutionen, die uns als Parlamentarier bei unserer Kontrollarbeit unterstützen und sind dafür ein wichtiges Instrument. Und deshalb möchte ich mich auch vorab bei der Frau Präsidentin und den Volksanwälten für ihre Arbeit auch bedanken. Die Covid-Pandemie fordert nicht nur uns als Bürgerinnen und auch uns als Parlamentarierinnen, sondern auch die Institutionen, die bei der Kontrolle und Prüfung von Beschwerden immer eine wichtige Kontrollfunktion wahrnehmen. So hat die Volksanwaltschaft mit einer Vielzahl an Beschwerden zu tun, die einen unmittelbaren Zusammenhang zur Covid-Pandemie auch aufweisen. Die Anstrengungen beim Abarbeiten dieser Beschwerden hat die Volksanwaltschaft in einem eigenen Covid-Bericht auch aufgearbeitet. Der soll uns eben klar auch aufzeigen, wo ein Handlungsbedarf besteht, um die Situation der Betroffenen auch zu verbessern. Da die Wahrung der Grund- und Menschenrechte gerade in so angespannten Zeiten wie heute eine hohe Priorität hat, fordert es uns, dass die Volksanwaltschaft hier vermehrt auch eine proaktive Rolle in der Wahrung dieser Rechte eingenommen hat, wie zum Beispiel in der Mithilfe bei der Erarbeitung der Besucherregelungen in Alten- und Pflegeheimen. Eine solche proaktive Rolle gerade in der Wahrung und dem Schutz der Menschenrechte ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund haben wir auch im Budgetausschuss für eine stärkere Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft auch eingesetzt. Die Vernetzung und die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist ein wichtiger Grundstein zur Sicherung unserer Menschenrechte. Die Ankündigung der Volksanwaltschaft zu einer noch stärkeren Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, wie sie es auch in der Wirkungszielen zum Budget festgehalten haben, spielt dabei natürlich auch eine wichtige Rolle. Wie wir wissen, liegt aber auch mehrere Kreditpunkte seit dem letzten UPR-Bericht der Vereinten Nationen auf dem Tisch, die wir uns auch sehr kritisch anschauen und auch reflektieren müssen. Beim Rechnungshof war es wichtig, dass der Rechnungshof endlich unabhängig wird von den Rücklagenentnahmen. Das ist uns auch aufgefallen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Insgesamt gibt es jetzt 1 Million Euro mehr, um den Betrieb des Rechnungshofes gut weiterführen zu können. Und dass die Frau Präsidentin den strengen Maßstab von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit nicht nur bei ihren Prüfungen, sondern auch in ihrem eigenen Haus beachtet, ist ganz klar auch zu erkennen und zu begrüßen. Ein Beispiel möchte ich dabei herausnehmen, nämlich die grafische und zahlenmäßige Aufbereitung der Berichte. Ich habe es Ihnen auch im Ausschuss schon den Lob ausgesprochen dazu. Diese werden zum Beispiel im In-house gemacht, was sicherlich die kostengünstigste Variante ist auf der einen Seite, aber die Qualität, und das ist wichtig, leidet nämlich nicht darunter, keineswegs, denn selbst kritische Stimmen müssen zugestehen, dass die Aufarbeitung der Berichte in den letzten Jahren unter der Präsidentin deutlich auch aussagekräftiger und anschaulich wurden. Dazu auch ein großes Lob nicht nur an Sie, sondern an Ihr gesamtes Team, dass es so weit gekommen ist. Was mir daran besonders gefällt, ist, dass durch die Berichte nicht nur für uns Abgeordnete bei unserer Kontrollarbeit im Rechnungshofausschuss, sondern immer mehr auch für die Bürgerinnen und Bürger übersichtlicher und damit aussagekräftiger werden und damit dem Finger ganz klar in die richtigen Wunden auch gelegt wird. Damit können Sie Ihr Ziel, nämlich quasi ein Motor zur Beseitigung von Misswirtschaften im staatlichen Bereich zu sein, auch immer mehr auch nachkommen und besser erreichen. An uns wird es liegen, weiterhin die Empfehlungen des Rechnungshofes nach und nach aufzuarbeiten und somit auch den Bürgerinnen zu zeigen, dass ein behutsamer und sparsamer Umgang mit ihrem Steuergeld nicht nur das Ziel, sondern unsere aller Pflicht ist. Eine Aufgabe, der wir jeden Tag versuchen, bestmöglich zu erfüllen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Vielen Dank. Sagt der Rechnungshofsprecher der Grünen, David Stöckmüller.